Herr Präsident, Frau Präsidentin, Entschuldigung, meine Damen und Herren, Herr Federici, Sie haben in Ihrem Beitrag leider kein einziges Argument gebracht für die vorgesehene Infrastrukturgesellschaft und für die dort noch immer existenten Schlupflöcher und Hintertüren, mit denen eine Privatisierung der Autobahninfrastruktur möglich ist. Ich hätte da gerne mal eine Position gehört von Ihnen. Stattdessen haben Sie sich auf Ihre übliche Art und Weise versucht, am Kollegen Buchholz abzuarbeiten. Und ich sage, wir haben mit Interesse die Meldung gestern, dass es einen Kompromiss zwischen CDU und SPD gegeben hat, vernommen. Wir konnten allerdings noch nicht entnehmen, worin dieser Kompromiss genau besteht, außer Pressemeldungen und der Tatsache, dass heute die Bundestagsfraktionen sich damit befassen, liegt uns nichts vor. Was uns vorliegt, ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, die in der Grundgesetzänderung, die sie vorschlägt, alle Möglichkeiten zur Privatisierung offen lässt. Die Gutachter, die in der Bundestagsanhörung von ADAC bis über SPD, Grüne, Linke gehört worden sind, haben das klar und deutlich erklärt. Das, was da an Grundgesetzformulierung vorliegt, öffnet Tür und Tor für Privatisierung. Sowohl von Teilprivatisierung, die Privatisierung von Tochtergesellschaften, die Beteiligung stiller Gesellschafter, Nießbrauchmodelle, die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums von Seiten des Bundes auf die Infrastrukturgesellschaft und die Tür für ÖPP-Modelle ist mit dieser Änderung meilenweit offen. Nun habe ich gesehen, die SPD hat vor einiger Zeit auch unter dem Druck der öffentlichen Diskussion gesagt, so wollen wir das nicht, hat Änderungsvorschläge vorgelegt. Das ist eine teilweise Verbesserung. Allerdings bedeutet das, was die SPD vor einer Woche vorgelegt hat, nur, dass Teilprivatisierung und die Privatisierung von Tochtergesellschaften ausgeschlossen sind, aber nicht ÖPP-Modelle, nicht stille Beteiligung und diese ganzen indirekten Modelle der Beteiligung privater. Und ich sage, auch das muss ausgeschlossen werden. Und wir werden uns ansehen, was dann endgültig vereinbart worden ist, ob auch diese Schlupflöcher geschlossen sind. Solange diese Schlupflöcher nicht geschlossen sind, sagen wir, das ist nicht akzeptabel, meine Damen und Herren. Denn was bedeutet das? Denn was bedeutet das? Das bedeutet, solange diese Schlupflöcher existieren, werden attraktive Anlagemodelle für private Versicherungsgesellschaften und andere institutionelle Anleger eröffnet, die gegenwärtig bekanntlich einen Anlagenotstand haben aufgrund der Niedrigzinspolitik und die höhere Renditen wollen als die, die gegenwärtig auf dem Kapitalmarkt mit risikofreien Anlagemöglichkeiten existieren. Und wenn Sie mal einen Blick werfen in das europäische Ausland, zum Beispiel nach Frankreich, wo es Teilnetz-ÖPP gibt mit einer Umsatzrendite von 20 bis 24%, dann können Sie sich ja vorstellen, was das an Belastung bedeutet, weil sie müssen die Profite der Privaten zahlen und sie müssen die höheren Finanzierungskonditionen zahlen, die sie bei einer privaten Finanzierung haben. Das heißt, sie legen doppelt drauf und das ist auch der Grund, weshalb auch der Bundesrechnungshof genau diese Konstruktion kritisiert hat und gesagt hat, ihr müsst das im Grundgesetz ausschließen. Und nichts anderes fordern wir hier an dieser Stelle, meine Damen und Herren, sagen, die öffentliche Daseinsvorsorge darf nicht zum Renditeobjekt für private Anleger werden, sondern sie hat die Aufgabe, der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und das zu den möglichst günstigen Konditionen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch eine Anmerkung machen. Die Tatsache, dass diese Autobahninfrastrukturgesellschaft und dieses Gesetzesvorhaben gekoppelt ist mit dem Thema Länderfinanzausgleich, ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie von Seiten der Bundesregierung Schindluder mit dem Föderalismus getrieben wird, nämlich eine Situation der Erpressung gegenüber den Ländern zu sagen, entweder ihr stimmt dieser Privatisierungsmöglichkeit zu oder
der Länderfinanzausgleich und die Regelung, die wir da gefunden haben, platzt. Ich sage, auch davon muss man sich endlich mal verabschieden, dass über den Bundesrat von Seiten der Bundesregierung derartige Deals, sachfremde Koppelungsgeschäfte gemacht werden, mit denen die Länder in ihrer autonomen Entscheidung in Geiselhaft genommen werden und erpresst werden. Auch das, meine Damen und Herren, ist nicht akzeptabel. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Antrag ein guter Antrag, den wir hier gestellt haben.